willkommen auf Susis Cooking-Kanal. Bei mir gibt es heute Allgäuer Seelen. Ich habe die noch nie gebacken, ich sehe die nur immer wirklich im Internet rumschwirren und die haben bei Cookidoo so viele gute Bewertungen, 286 Bewertungen mit 4,9 Sternen. Also ich will die jetzt heute zur Brotzeit auch mal machen. Ich mache dann später auch noch einen Aufstrich, den ich verfilmen möchte. Und dazu gibt es heute die Allgäuer Seelen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir brauchen dafür 550 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 1,5 Teelöffel Salz, 360 bis 380 Gramm Wasser, einen halben Würfel Hefe und wenn ihr die zum Bestreuen Salz oder Kümmel. Also Kümmel kommt bei mir überhaupt nicht in Frage, wenn dann nur Salz. Ich starte jetzt und zwar nehmen wir 550 Gramm Dinkelmehl. Hier steht auch, es ginge auch Weizenmehl Typ 550, wenn ihr kein Dinkelmehl zur Hand habt. Aber klassisch und richtig werden sie wohl mit Dinkelmehl gemacht. 507 Gramm Dinkelmehl habe ich noch und ich habe zwar noch ein volles, aber bevor ich das jetzt anpacke, fülle ich den Rest jetzt hier auf mit Weizenmehl 550. Dann kommen 1,5 Teelöffel Salz dazu. Bis 380 Gramm Wasser. 365 habe ich jetzt. Und ein halber Würfel Hefe. Wo habe ich den denn hin? Habt ihr meinen halben Würfel Hefe gesehen? Ihr wollt nicht wissen, wo ich den jetzt hingelegt habe. Der Teig wird 3 Minuten auf der Teigknetstufe verknetet. Die Knetzeit ist vorbei und so sieht der Teig aus und der kommt jetzt in eine große Schüssel und bleibt da für mindestens 40 Minuten und darf schön aufgehen. Die Gehzeit von meinen Seelen ist vorbei. Ich hatte sie draußen in der Sonne und ich habe noch nicht reingeschaut, wollte ich gerade sagen, aber die sind richtig schön aufgegangen. Das ist ein weicher Teig. Ich habe mir jetzt hier meine Arbeitsmatte bemehlt und den Backofen habe ich auf 230 Grad. Da gebe ich jetzt auch den Teig, so wie er ist, auf die Matte. Habe mir jetzt in die Schüssel Wasser reingemacht, weil ich den Teig nicht mehr mit so viel Mehl bearbeiten möchte, sondern lieber mit Wasser und da stechen, da kommen richtig schön die Blasen, wahrscheinlich könnt ihr das nicht sehen, schön, richtig schön hoch und jetzt stechen wir uns quasi nur nass, auch lieber mit nassen Händen und nassen Fingern, als dass das jetzt zu viel Mehl bekommt. Einfach ab und legen das auf unser Blech drauf, ohne die großartig zu kneten oder sonst irgendwas, steche ich mir jetzt so längliche Baguette, sage ich jetzt mal, ab. Nimm die und lege sie auf mein Blech. Und das mache ich jetzt mal mit meinem ganzen Teig. Genauso. Das ist Wahnsinn, was da für eine Blasenbildung im Teig ist, auch wenn ich die da drauf lege, da hinten. Und so könnt ihr jetzt Kümmel drauf streuen oder grobes Meersalz. Ich nehme von Meersalz ein bisschen was, nicht zu viel, weil ganz ehrlich, meistens puppeln wir das eh wieder runter. Und so kommen meine Teiglinge jetzt für 25 Minuten, 20 bis 25 Minuten bei 230 Grad Ober-Unterhitze in den mittleren Einschubhöhe zum Backen.
Meine Allgäuer Seelen sind aus dem Backofen raus und waren genau 20 Minuten bei 200 Grad im Ofen. Und ich finde, sie schauen köstlichst aus. Super knusprig, super lecker, auch aber auch noch sehr heiß. Super Sache, sind echt schnell gemacht. Ich freue mich richtig drauf. Ich mache jetzt noch einen Aufstrich, den ich auch für euch verfilmen werde. Und dann lassen wir uns die auf Nacht zu der Brotzeit schmecken. Vielleicht habt ihr Allgäuer Seelen auch noch nie selbst gemacht und habt Lust drauf bekommen. Es ist ein sehr unkomplizierter Teig mit dem Abstechen und sie machen wirklich, wirklich was her. Also sie sind wirklich toll geworden. Und ich glaube auch, dass sie, ich kann keins auseinanderreißen, eine wirklich, wirklich schöne Porung innen drin haben. Durch die Blasen, die der Teig schon geworfen hat, sind die mit Sicherheit richtig schön luftig innen drin. Ich mache euch auf jeden Fall ein Bild. Bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Servus und Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.